Hilfe! Power! Wir fordern, dass die Bundesregierung und Europa generell alle Flüchtlinge, alle Geflüchteten anerkennt, egal aus welchem Grund sie fliehen, ob es die Klimakrise ist, ob es Krieg ist, Konflikte, egal warum Menschen fliehen, sie müssen anerkannt werden. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir trainieren heute für die Aktion morgen auf der Alster mit den Kajaks und wir sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen. Die Jaggies sind da, Fridays for Future mit verschiedenen Gruppierungen aus verschiedenen Orten. Und dann wird die Aktion auf dem Wasser ungefähr in diesem Bereich stattfinden, was ihr jetzt super bestimmt alle sehen könnt. Wir haben aber auch noch einen Infostand am Land. Und los! Was auch voll wichtig ist, ich möchte, dass ihr ein Buddy-System hat. Also, dass jeder von euch eine andere Person hat, auf die ihr aufpasst, okay? Ich kann mir das vorstellen, dass es irgendwie, wenn es so viele werden, dass es ein bisschen schwer wird, dass wir alle nebeneinander fahren. Freue ich mich, dass wir noch mal ein bisschen üben können. Also wir haben jetzt gerade in kleinen Gruppen mal geübt, auf Formationen zu fahren und allgemein haben wir so ein bisschen, wie Paddeltechnik funktioniert, damit wir morgen möglichst gut vorbereitet sind, um auch in großer Gruppe dann fahren zu können. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Also es hat gut funktioniert. Ja, ich freue mich auf die Aktion auf jeden Fall. Richtig cool, das sieht super aus. Ich freue mich auf morgen damit. Ich finde, dass jeder es verdient hat, ein gerechtes und ein lebenswertes Leben zu führen und dass wir in der Verantwortung stehen, das diesen Menschen auch ermöglichen zu können. Denn tatsächlich ist die Klimakrise hausgemacht, weil wir eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Wenn wir an Flucht denken, dann denken wir eigentlich immer an Kriege oder Konflikte und nie darum, dass auch Leute wegen der Klimakrise fliehen müssen, ihre Heimat verlassen müssen. Und das muss endlich von der Bundesregierung genauso anerkannt werden. Und deshalb fordern wir heute, Klimakrise ist ein Fluchtgrund.